Muss einen Zeitraffer machen, bis ich die Schuhe anhabe, Alter. Fuck, ey. Ich hab Rücken. Ich hab 1600 Ibu drin heute. Ich hatte noch nie schlimmere Rückenschmerzen als jetzt gerade, Jona. Ich bin heute schon einmal fast umgekippt vor Schmerzen. Weil mir schwindelig geworden ist, hatte ich auch noch nie, Alter. Ich hau mir jetzt noch eine 400er rein. Und dann werde ich ein bisschen Beweglichkeitssport machen. In der Hoffnung, dass ich am Samstag spielen kann. Weil ich habe so das Gefühl, dass die Eintracht, die erste Herren zumindest, mich irgendwie jede Woche braucht. Und eins ist immer nicht gut. Sich von so einem Wrack wie mir abhängig zu machen, sportlich, das ist nicht gut. Was sagst du zu meinem neuen, Mizuno Schlafanzug, Alter? Kann man machen. Der ist geil, oder? Sehr geil. Weißt du, was ich heute Morgen auch nicht konnte? Das konnte ich auch nicht gestern, heute Morgen. Also ich bin eigentlich voll da. Ein paar Antritte machen. Du siehst aber auch daran, dass ich noch keine Physiotherapeutin war. Man denkt dann, du musst eine 8 von 10 sein. Sonst kannst du uns nicht heilen. Im Zweifel muss die Physiotherapeutin nicht gut in ihrem Beruf sein, solange sie gut aussieht. Das ist das System. Das ist jetzt, da sagt jetzt wieder jeder, der Waldmeister, der irgendwas. Nein, es ist hier. An alle Mannschaftssportler draußen, männlicher Natur. Sagt mal ehrlich, es ist so. Und hier nichts gegen mich verwenden aus dem Vlog, weil ich bin unter Schmerzmitteln. Ich habe mir quasi Mut angetrunken. Ja? Wie viel darf man überhaupt nehmen am Tag? Ich hätte jetzt gesagt, du hast deine Grenze schon so vor ein paar Stunden überschritten. Ja? Wie viel darf man denn? Ey, wie viel Ibu darf man am Tag nehmen? Ja, es ist wirklich so, dass 800 ist das Maximale, was wirkt. Danach macht es keinen Sinn mehr. Willst du auch mal gucken, wie viel mein Outfit wert ist? Da oben Mizuno. Ich glaube, nicht so teuer, aber sehr sexy. Die Hose Mizuno, extrem sexy, mit so einer Radler drunter. Das ist Bauerfeind, die ist noch heile. Socken Mizuno, Schuhe Mizuno, letztes Jahr quasi 0 Euro. Alter, gut. Gutes Outfit. Ich habe einen Schlafanzug, ne? Ja. Aber die Peitsche ist geil, die habe ich ja auch noch in Blau. Ja. So, Tag kannst du 3000 gehen. Ja, aber dann bin ich jetzt bei 2. Dann kann ich ja vorm Schlafen gehen nochmal welche reinziehen. Ja. Warum hast du mir denn dann so eine Angst? Weiß ich ja nicht. Ja, aber warum machst du mir denn dann Angst, wenn du keine Ahnung hast? Ja. Ja. Ich denke, ich sterbe gleich, Alter. Ja, und das liegt daran, weil du noch keine 8 von 10 Physiotherapeutin akquiriert hast. Wir bleiben da dran. Stell Frage nochmal. Hä? Stell Frage nochmal. Wie man pritscht, also wie man den hier macht. Mach nochmal. Das ist auf jeden Fall, das merke ich ja, das ist auf jeden Fall falsch. Eagle Gang. Bird Call, ihr wisst Bescheid. Aber bleib ich nur ganz hier drin? Kann man sehen oder? Gerade raus. Erklären oder zeigen? Was macht man denn in der Trainingslehre? Erklären. Erklären, okay. Also? Wenn du den Ball hast, gerade rauspressen. Also meine Hände gehen so auf. Also nicht, dass du darfst im Endeffekt nicht so nach außen wegschleudern, sondern eigentlich kontrolliert versuchen, doch vor dir zu behalten. Grundsätzlich ist es im Volleyball immer gut, wenn die Bewegung dahin geht, wo auch der Ball hingehen soll. Attacke. Wo gehen denn deine Hände gerade hin? Ja, nach außen. Ne, nicht nach außen, sondern? Das ist geil, man weiß das immer nicht, ne? Ja. Nach hinten. Deine Hände gehen am Ende so weg. Das heißt, was du gerade machst, ist das. Aber eigentlich sollen die Hände doch dahin gehen, wo der Ball ist. Das ist nicht dahin. Mhm. Das. Und dann fliegt der Ball auch dahin. Auf geht's, Aitila. Kämpfen und siegen. Ja, es ist, was soll man sagen? Der sitzt viel vorm PC. Matti, für dich zur Info, falls du den Insider nicht kennst. Dirk sagt seit 2 Jahren, er hat Freunde, die zum Volleyball kommen. Ja. Heute ist es das erste Mal passiert. Bist du einer von diesen ominösen Freunden? Ich weiß, ich bin ja schon länger im Mannschaftschat. Ja. Ich wusste das ja, okay. Ja, ich bin Matthias, ich bin 25, studiere Sport, was mit Medien und habe seit 3 Jahren kein Volleyball mehr gespielt. Okay, das wird das klingt, aber guten Schuh wieder. Guten Schuh schon. Bisschen zu groß, mein Ziel ist hier. Oh, das ist schlecht. Ich glaube, Dirk hat ihn bestochen dafür, dass er das sagt. Naja. Rekord, rewind the sun, let's not play in the rebound. Okay, einnageln von der 4. Ja, komm, gib mir halt. Damit ich zumindest aus dem Stand mache, die einen wegpunchen kann, Alter. Guck dir das an, ey. Kann ich dir irgendjemandem das Mikro geben? Ich muss ein bisschen Gymnastik machen. Such doch mit dir mal einen aus. Hier, du bist jetzt Content Creator. Ach, der Heilige.
Oh, clean. Bruder! Ja, wo war der denn hin? Let's fucking go. Hab ich. Okay, das Netz ist jetzt wirklich komplett unten. Boah, der ist wirklich ultra platt. Aber ich muss ja nicht damit angreifen. Also ist mir auch egal. Schön da. Oh! Nein! Nein! Der ist doch. Oh! Alter! Soll ich zuspielen? Ja, okay. Ui! 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 Bleib ich jetzt hier? Muss ich zurück? Nein, ich muss auf einen zurück. So. Oh mein Gott! Oh, und dann noch in die Klöten. Dann in die Klöten. Ey, wirklich? Oh, oh. Oh, nice. Oh mein Gott. Alter, das war schön. Das war sehr gut. Wir müssen aufhören eigentlich. Besser wird's nicht mehr. Ja, noch einer bitte. Auch glaube ich außerhalb vom Feld, deswegen. Oh mein Gott. Ja. Da kommt der angegrätscht. Digga. Er geht auf Blutgrätsche. Er geht auf Karriereende, wirklich. Yoda will wirklich in die Erste, Alter. I'm gonna take this motherfucker out. Oh. Oh mein Gott. Das ist eine Passage hier gerade. Einmal bitte Fortnite Knock Sound runterlegen. Den haben wir. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Nehme ich. Oh! Auf die Dates, Alter. Ey, Glückwunsch zu machen. Was macht denn der Pfadfinder da? Hast du das gesehen? Weiß ich nicht. Mach das nochmal bitte. Wer hat dir denn die Scheiße beigebracht, Alter? Was ist denn ein Startblock oder was? Ich glaube, er widersetzt sich der US-amerikanischen Nationalhymne wegen irgendwas wegen Schwarzen oder so. Das ist ja unfassbar. Colin Kaepernick oder was, Alter, ey. Schön den Helm abgezogen. Fuck, komm, ey. Gut, good to great, würde ich sogar sagen. Ganz schlecht von Jona. Oh mein Gott, was? Hast du ihn gerade one-handed? Dirk hat seine coolen Freunde mitgebracht, Alter. Geil. In die Schnauze geblockt. Schön, cool. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ganz schön cool. Bald auf TikTok, Alter. Hä, nicht nur, sie haben voll was Cooles gemacht. Hey, das ist doch mein Lehrer, oder? Hey! Ja. Nice. Oh, und direkt. Lass das. Wirklich, jetzt ernst gemeinte Frage. Das in deinem Kopf merkst du, also du hast zu viel Volleyball gesehen und wüsstest, wie es theoretisch also aussehen müsste. Weil das ist ja total geil. Stell dir mal vor, du bist so gefangen und weißt eigentlich, wie es aussehen müsste und kriegst es nicht hin. Das ist ja richtig geil. Sally, ja. Gut. Ja! Ja! Oh, ja. Ja. Let's go, Sally.
Sally. Ja, Sally Block, Alter, geil. Nein. Verletzung fast Verletzung forciert, Alter. Aber, ja, er wollte den dritten nehmen plötzlich. Er ist plötzlich ausgerückt nach außen. Er ist plötzlich Schuss außen angelaufen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sally, jetzt musst du mal langsam, da, musst du mal langsam deine Reach mal dagegen bringen jetzt da. Gegen Jona. Sally, come on! Ja! Yeah! Oh! Oh! Heartbreaking. Ja. Den habe ich schon mal gesehen in irgendeinem Vlog. Ja. Mit Faust-Backspin. Jona fightet auch immer gegen seine eigenen Dämonen heute schon wieder. Und ich weiß nicht warum. Ja, es ist wirklich so. Nice. Ja. Ja. Ah. 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 Ich stand gerade wirklich ohne Spannung komplett. Oh. Okay, den müssen wir uns holen. Let's go. Ja! Wir hören auf. Ja, wir müssen aufhören, es wird nicht besser. Bravo. Let's go. Wie war es heute für dich, Jona? Erzähl mal. Gut. Ja? Zwischenzeitlich nicht gut. Dann wieder gut. Was, wie sieht es mit deinen inneren Dämonen aus? Hast du sie besiegt oder ist unentschieden erstmal noch? Ist unentschieden. Ja. Also wir sind auf jeden Fall besiegt. Der Vorstand ist aktuell stark beeinträchtigt körperlich. Wir machen gerade Wettbewerb, wer sich weniger bewegen kann, aber ich glaube, Olaf gewinnt. Auch Spaß. Ich bin wirklich jetzt, bin am Wochenende im Krankenhaus, Mann. Ich meine es ernst. Du bist wirklich kaputt. Ich bin kaputt. Ich habe mich am Samstag aufgeregt. Du hast wahrscheinlich, bist du bis Jahresende raus. Ich werde wahrscheinlich nie wieder Sport machen können. Also nie wieder auf dem Niveau, was ich am Samstag gemacht habe. Weil das, was da in meinem Rücken gerade passiert, ist Career-Ending, Alter. Das kann ich dir schon mal sagen. Das ist so. Die Eintracht ist wie immer am Boden. Aber irgendwann glaubt es uns keiner mehr, Alter. Spielen wir dann gegen eine gute Mannschaft? Ja, okay. Düsseldorf Derby, Düsseldorf ALT2. Düsseldorf Derby am Wochenende, da müssen wir. Oh. Unangenehm. Ja. Stand jetzt haben wir. Wenn ich nicht im Krankenhaus bin, mache ich Trainer, okay. Okay. Sehen wir uns am Wochenende. Verpiss dich. Verpiss dich!